Machen wir uns bewusst, für jedes Problem, jede Aufgabe, jedes Vorhaben gibt es eine kleine und eine große Lösung. Die kleine Lösung ist, zu versuchen, das Problem, die Aufgabe auf der Problemebene zu lösen. Aber schon Einstein hat erkannt, dass das nicht geht. Ein Problem kann nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Das heißt also, da alles Ich-Probleme sind, solange sie auf der Ich-Ebene sind, ist das ein Problem. Ist da keine Lösung. Deswegen müssen sie die Ebene wechseln. Und die große Lösung ist, als wer leben sie. Also die Identifikation mit der Illusion des Ich beenden, in die Wirklichkeit des Seins kommen als Beobachter, wahrnehmen, was zu tun ist und das Notwendige zu tun. Und dieser Schritt ändert sofort und zuverlässig ihr So-Sein und damit ihren Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse, und damit ziehen sie die Menschen, Dinge, Umstände, Ereignisse in ihr Leben, die jetzt zu ihrem erwachten Bewusstsein gehören. Und diese ganze menschliche Problematik, die sie ein Leben lang begleitet hat, löst sich in nichts auf. Sie sind dafür nicht mehr resonanzfähig. Es kommt einfach nicht mehr vor. Das heißt, Probleme, Schwierigkeiten, Mangel, Leid sind nur noch Erinnerungen an eine vergangene Zeit in der Illusion des Ich. Und das ist ihre wichtigste Entscheidung, die wir in der Schule lernen müssten eigentlich, dass wir erkennen, die Illusion des Ich ist eine Illusion. Wir leben auf drei Ebenen gleichzeitig. Wir leben auf der Traumebene, der Ebene der Realität und der Ebene der Wirklichkeit. Das heißt, wenn Sie im Traum sind, ist das Ihre Wirklichkeit. Ja? Von der Realität wissen Sie nichts. Sie sind zwar der Träumer, der in die Realität gehört, aber der ist vergessen. Auf der Ebene gibt es nur die Umstände des Traums. So. Aber egal, ob Sie sich da jetzt, ob Sie einen positiven oder einen negativen Traum haben, auch wenn Sie sich gesund, reich und glücklich träumen, wenn Sie aufwachen, ist nichts mehr davon da. Es war nur ein Traum. Und jeden Tag erleben wir dieses Wunder, den Wechsel der Ebenen. Nachts träumen Sie. Sie haben wahrscheinlich, also ich habe noch nie geträumt zu schlafen, sondern immer wenn ich geträumt habe, war ich wach. Ja, habe ich da aktiv was gemacht. Und genauso träumen die meisten Menschen, wach zu sein. Aber in Wirklichkeit schlafen sie tief und fest und träumen nur den Traum vom Leben. Und solange sie natürlich auf der Ebene sind, können sie auf der Ebene der Realität nichts bewirken. Sie können also von ihrem geträumten Reichtum nichts in die Realität mitnehmen. Ja? Die Ebenen sind getrennt. Und genauso ist die Ebene der Realität. Das halten wir dann für die Wirklichkeit. Jetzt bin ich aufgewacht heute Morgen. Ja, der Traum ist beendet, ich bin jetzt ganz da, schlafe immer noch tief und fest und träume den Traum vom Leben. Ich bin noch immer auf der Ebene der Illusion. Ich glaube, ein Ich zu sein. Und vielleicht machen wir uns noch einmal bewusst, wie entsteht eigentlich diese Illusion des Ich? Ganz einfach. Ja, wir haben ja für die Erfahrung hier ein Erfahrungsinstrument. Körper, Verstand, Persönlichkeit. Weil Bewusstsein, dass ich bin, in Wirklichkeit, hat ja keine Hände. Ich kann ja hier nichts tun. Ich brauche also ein Erfahrungsinstrument, mit dem ich hier handeln kann, Erfahrungen machen kann. Ja? Ich habe ja auch keine Emotionen, die hat mein Ich, die muss ich also haben als Erfahrungsebene. Aber ich sollte mich nicht damit identifizieren. Ich bin das nicht, das habe ich. Und irgendwann wache ich auf und erkenne, ah, in Wirklichkeit bin ich vollkommenes, ewiges Sein. Ich war schon vor dem Leben,
ich bin während des Lebens und ich lebe natürlich auch noch immer nach dem Leben. Dann erlebe ich das Leben wie eine Autofahrt. Ich lebe, bevor ich auf die Idee komme, ins Auto zu steigen. Und wenn ich dann irgendwo hin will, Lebensabsicht, ja, dann steige ich ins Auto und mein Erfahrungsinstrument und fahre dahin. Und mein Auto weiß nichts von dem Fahrer. Es fährt ja durch die Gegend. Also bildet es sich ein, es fährt. Und da mein Ich, mein Verstand, nichts weiß von mir selbst und mein Leben erlebt, ist ja sonst keiner da, denkt er also, ja, das ist mein Leben, was ich da erlebe. Und so entsteht die Illusion des Ich. Aber sie ist natürlich immer noch eine Illusion. Das Auto könnte ohne den Fahrer sich überhaupt nicht bewegen, aber das weiß das Auto nicht. Das Auto denkt, es fährt. Und so können wir also in die große Lösung gehen, indem wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und dann finden wir nicht die Lösung für unsere Probleme. Die Probleme verschwinden. Wir brauchen keine Lösung. Ja, weil das ist Traumebene. Das ist dann alles. Sie können einen Albtraum gehabt haben und sind verfolgt worden von einem Löwen und der kam immer näher und der setzt zum Sprung an und Sie wissen, ich habe ja keine Chance und wachen schweißgebadet auf und da ist kein Löwe und das Problem ist nicht mehr existent. Sie müssen jetzt nicht sehen, wie Sie von dem Löwen wegkommen mehr, sondern der Löwe ist nicht mehr da. Ja, das heißt also, der Traum ist zu Ende und genauso erleben Sie das Ende des Traums auf der Ebene der Realität, wenn Sie zur Ebene der Wirklichkeit erwacht sind. Aber handeln tun sie immer noch auf der Ebene der Realität. Ja, also wir leben immer noch dann auf diesen beiden Ebenen. Natürlich, die erleben auch noch immer einen Traum. Also erleben sie bewusst die drei Ebenen. Nachts träumen sie, tagsüber handeln sie auf der Ebene der Realität, aber sie erkennen sich und leben auf der Ebene der Wirklichkeit als der, der sie wirklich sind. Und deswegen nicht, dass Sie also denken, wenn Sie in die Wirklichkeit kommen, dann finden Sie die Lösung für Ihre Probleme, sondern die Probleme verschwinden einfach. Die sind einfach nicht mehr da. Dann machen Sie lebenslanges Lernen zu einem faszinierenden Hobby. Die meisten Menschen glauben, mit der Schulzeit endet das Lernen. Ja, dann habe ich endlich die olle Penne hinter mir und kann anfangen zu leben. So, nein, was Sie in der Schule gelernt haben, können Sie alles vergessen. Wie lang der Nil ist und wie viele Einwohner New York hat und wie viel Gold in Südafrika gefördert wird und was Sie da alles gelernt haben, brauchen Sie nie wieder im Leben. Also das können Sie alles vergessen. Aber eins sollten Sie in der Schule gelernt haben, wie man lernt. Ja, das ist das Einzige, was Sie da lesen, schreiben, rechnen, natürlich ist auch ganz hilfreich, aber im Wesentlichen lernen Sie, wie man lernt. Und das brauchen Sie ein Leben lang. Und jetzt machen Sie lebenslanges Lernen zu einem faszinierenden Hobby. Das geht nur, wenn Sie ein Gebiet wählen, das Ihnen Freude macht. Ja, sonst, wenn es Pflicht ist, dann finden Sie Ausreden, heute habe ich Schnupfen oder wir kriegen gleich Besuch. Oder wenn das wirklich Ihr Hobby ist, wenn Sie das gerne tun, wenn Sie Wissen interessiert. Und ich war von Anfang an wissbegierig, ich wollte mit 17 wissen, wie das Leben funktioniert. Ja, das heißt, gut, ich hatte einen akuten Anlass. Ich war verliebt mit 17, wie sich das gehört, und viel zu schüchtern, dem Mädchen das zu sagen. Und habe gesagt, ja und, wie geht's jetzt weiter? Ich kann ja da nicht auf die Zug gehen, da würden meine Knie versagen, außerdem hätte ich gar keine Stimme, ich könnte keinen Ton raus, also nützt nichts, ich kann nicht mich überwinden und es trotzdem tun. Ich stand dann davor, nass geschwitzt und kriege kein Wort raus, also geht nicht. Wir sind nie zusammengekommen. 20 Jahre später habe ich sie auf dem
Klassentreffen getroffen. Und sie hat gesagt, ich war unsterblich verliebt in dich und habe immer gewartet, dass du was sagst. Wenn sie nicht gestorben sind, warten sie heute noch. Das ist aber schade. Ja, nein, ist nicht schade. Es war wichtig. Wir gehörten nicht zueinander, aber es war der Anlass, dass ich mich auf die Suche machte, wie funktioniert Leben. Mir wurde bewusst, ich lebe, ich habe Wünsche, ich habe Probleme, ich habe Ziele, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also hier wird ein Spiel gespielt und ich kenne die Spielregeln nicht. Also wie kommt, hier muss doch jetzt einer kommen und mich an der Hand nehmen und muss mir Bescheid sagen. Also meine Eltern habe ich erst geguckt, sage ich, kannst du vergessen, das wird schon mal nichts. Dann Lehrer, Schule überhaupt, da habe ich allen möglichen Unsinn gelernt, aber nicht, wie ich endlich meine Freundin kriege oder wünsche mir noch ein Motorrad, das habe ich auch nie gekriegt. Also ich kam da nicht weiter, aber das hat mich auf die Suche geführt. Ich habe ab da gesucht, wie funktioniert Leben. Und in der Bibel steht schon, wer sucht, der findet. Also habe ich Schritt für Schritt erkannt, ach, das geht so. Zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das war das Erste, was ich entdeckte. Da habe ich mich gefragt, Moment, es hat doch schon einiges geklappt im Leben. Wieso hat das geklappt und wieso hat so vieles nicht geklappt? Und dann habe ich gesehen, ah, da habe ich die Ursache gesetzt und dann hat es geklappt. Und da habe ich mir nur gewünscht und es hat nicht geklappt. Ah, wünschen ist also nicht hilfreich, nicht zielführend. Ich muss eine Ursache setzen. Und dann habe ich die nächste Entdeckung gemacht. Wenn ich die richtige Ursache setze, muss die entsprechende Wirkung passieren. Boah, ja, ich habe ja die Macht, also das hervorzurufen. Also hatte ich schon mal einen Knopf entdeckt im Leben, wo man draufdrücken kann und das funktioniert. Und so habe ich Schritt für Schritt dann eben entdeckt, wie das Leben funktioniert. So ist dann das Buch entstanden, die geistigen Gesetze. Ja, dass man, weil wenn man ein Spiel spielt, sollte man sich erst mit den Spielregeln vertraut machen. Und da wir hier geboren werden und kriegen keine Spielregeln mitgeliefert, müssen wir uns selber auf die Suche machen. Und das gehört ja wieder zum Spiel. Das heißt, das Leben ist ein Spiel, bei dem ich die Spielregeln erst während des Spiels erkenne. Und zwar durch Fehler. Ja. Fehler machen klug, darum ist einer nicht genug. Und darum machen wir viele Fehler und lernen hoffentlich nicht daraus, denn ein Fehler ist kein Fehler. Ein Fehler ist ein Hinweis auf einen notwendigen Lernschritt. Erst wenn ich den Fehler wiederhole, wird es ein Fehler. Ja? Dann habe ich nichts gelernt aus dem ersten Fehler. So. Das heißt also, lebenslanges Lernen sollten Sie zum Hobby machen. Auf einem Gebiet, das ihnen Freude macht, und dann passiert ein Wunder. Sie können es nicht vermeiden, auf diesem Gebiet zum Experten zu werden. Innerhalb von etwa, man hat geforscht, 10.000 Stunden, die sie sich mit diesem Gebiet befasst haben, das sind ungefähr 3-4 Jahre, wissen sie alles, was man wissen kann über das Gebiet. Das Wissen erweitert sich zwar dauernd, aber im Moment wissen Sie alles, was Sie brauchen? Und ganz unmerklich sind Sie ein Experte geworden. Und ganz unmerklich, jeder, der sich mit dem Gebiet befasst, kommt an Ihnen nicht mehr vorbei. Ja? Und auf einmal verdienen Sie mit Ihrem Hobby mehr als mit Ihrem Beruf. Und dann erkennen Sie, mein Beruf war gar nicht meine Berufung. Das war eine Tätigkeit, die ich ausgeübt habe, um Geld zu verdienen. Und plötzlich machen sie dann eben das Gebiet, auf dem sie Experte sind, zum Beruf und erkennen, das ist meine Berufung. Ja, das macht mir Freude. Jetzt gehe ich den Weg der Freude. Ja, und jetzt kennen sie keinen Feierabend mehr, sie brauchen keinen Urlaub, weil sie hören ja nicht um 5 Uhr auf, sich zu freuen, sondern sie freuen sich halt, solange sie wach sind, und wenn sie müde sind, dann freuen sie sich schon auf den nächsten Tag, wo sie sich weiter freuen können. Und sie hören auch nicht mit 65 auf, wenn sie Rente kriegen, sich zu freuen. Natürlich nicht. Ja, das heißt also, sie machen einfach weiter das, was ihnen Freude macht.
Und dann passiert ein Wunder. Sie verdienen mit der Freude mehr, als sie vorher mit ihrer Tätigkeit verdient haben, die sie ausgeübt haben, um Geld zu verdienen. Also solange sie dem Geld nachjagen, werden sie nur begrenzt erfolgreich sein. Sobald sie es durch ihren Expertenstatus einladen, kommt es zu ihnen ganz von selbst. Und deswegen ist lebenslanges Lernen unverzichtbar. Konsequenz gleich hier. Was ist Ihr Gebiet, das Ihnen am meisten Freude macht? Auf dem Sie gerne Experte wären? Und fangen Sie spätestens jetzt an, sich genau damit zu befassen. Die besten Bücher, die besten Seminare, die besten Gespräche darüber führen. In dem Moment, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, ist das eine Ursache, damit Ihnen das Leben die entsprechenden Kontakte bringt. Sie machen sich damit resonanzfähig für Ihren Weg zum Experten. Und dann können Sie nicht mehr arbeitslos werden, dann verdienen Sie so viel, wie Sie wollen. Und plötzlich denken Sie, ja, jetzt bin ich auf meinem Weg. Also unverzichtbar lernen als lebenslanges Hobby zu entdecken. Und ein anderes Hobby, wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber immer wieder, wenn ich meine Mails durchschaue oder Anrufe bekomme, wie komme ich zu mehr Geld? Wie haben Sie das geschafft? Ist ja ganz einfach. Ich kümmere mich nicht um Geld. Ich kümmere mich um meine Leistung. Ja? Sie müssen die Ursache setzen. Also, für Sie heißt das, welche besondere Leistung erbringen Sie derzeit? Damit verursachen Sie Geld. Um Geld brauchen Sie sich nicht kümmern. Also, was gebe ich in das System rein an Energie? Und das Gesetz der Harmonie sorgt dafür, für den Ausgleich. Ja? Ich habe das reingegeben, also muss das rauskommen, damit wieder Konto ausgeglichen ist. So, ab jetzt kümmern Sie, wenn Sie zu mehr Geld kommen wollen, kümmern Sie sich nicht mehr um Geld. Denn wenn Sie ihm nachlaufen, Geld läuft immer schneller, Sie können es nicht einholen, sondern Sie müssen es einladen. Sie machen sich magnetisch dafür und dann kann das Geld nicht mehr ausweichen. Ja? Und Sie machen sich magnetisch durch eine besondere, besser noch eine einmalige Leistung. Ja? Und auf diesem Gebiet werden Sie auch noch Experte. Das heißt also, immer, solange ich Geld suche, trenne ich mich davon. Ja? Weil damit enthalten ist, ich habe es nicht. Ich hätte es gern, ich wünsche es mir. Und damit verlege ich das in die Zukunft. Trennung. Erst wenn ich es in Besitz nehme, also mich in der Erfüllung erlebe, fängt es an, mir zuzufließen. Und dann muss das Leben mir Gelegenheit geben, es zu erwerben, indem ich zum Beispiel ein Gebiet entdecke, das mir Freude macht, da alles lerne, Experte werde, eine einmalige Leistung bringe und ja, um Geld, wie gesagt, brauche ich mich dann nicht mehr kümmern, weil mehr da ist, als ich ausgeben kann. Also trotzdem immer wieder taucht dieses Thema auf und immer wieder stelle ich fest, eine wichtige Voraussetzung wird da versäumt oder ist überhaupt nicht im Bewusstsein. Geld muss man nicht verdienen. Der Verstand sagt, Geld muss man verdienen. Ja, arbeiten, 16 Stunden am Tag arbeiten, bringt mehr Geld. Mühsamer Weg, nicht absolut zuverlässig, würde ich nicht empfehlen. Geld muss man aber verursachen. Das ja. Also, Sie müssen es erst einmal in Ihr So-Sein integrieren. Sie müssen vom Wollen zum Haben kommen. Sie müssen es also sich in die Erfüllung versetzen, erkennen, was dafür notwendig ist zu tun. Sie tun das Notwendige,
Wenn Sie zum Beispiel das große Los gewinnen wollen, ist es doch hilfreich, sich ein Los zu kaufen. Ja, weil sonst ist es ein bisschen schwierig. Und deswegen, da werden Sie selbst zum Hindernis. Also Sie müssen schon das Notwendige auch im Außen tun, aber Sie sollten es verursachen, indem Sie es haben. Und in dem Moment, wo Sie fühlen, dass es ist, Ihre gefühlte Dankbarkeit für die erfolgte Erfüllung ist die Ursache für die Erfüllung. Dann können Sie es nicht mehr verfehlen. Das heißt also, wenn Sie mehr Geld haben wollen oder was auch immer, es geht für alle Bereiche, Gesundheit, Beziehung, Wohnung, Berufung, Sie müssen es verursachen. Da sind wir wieder beim Gesetz von Ursache und Wirkung, einer der Hauptspielregeln. Ohne Ursache kann eine Wirkung nicht passieren. Alles, was Sie erleben, ist eine Wirkung. Da muss eine Ursache davor gewesen sein, sonst wäre diese Wirkung nicht erfolgt. Egal ob positiv oder negativ. Das heißt also, wenn Sie jetzt aber eine Ursache gesetzt haben, muss die entsprechende Wirkung erfolgen. Und das tut sie dann auch immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Das ist das Gesetz, ganz einfach gesagt, von Ursache und Wirkung. Und Sie bestimmen, welche Ursachen Sie setzen. Und die wichtigste Ursache sitzt gerade auf Ihrem Stuhl. Ihr So-Sein. Das heißt, Sie sind ein Energiefeld, und senden 24 Stunden am Tag ihre einmalige Schwingung aus und ziehen damit ihr einmaliges Schicksal an. Das ist wie eine Handynummer, haben nur Sie. Nur Sie haben dieses Leben mit diesen Stationen, mit diesen Prägungen, Eindrücken, Programmen und so weiter. Und deswegen verursachen Sie gerade, während Sie jetzt so dekorativ da rumsitzen, Ihre Zukunft. Aber Sie können wählen. Machen wir auch das gerade mal. Verursachen Sie jetzt einmal eine gewünschte Zukunft, eine ideale Zukunft. Das heißt, ich muss mir zuerst einmal bewusst machen, Zielklarheit, was wäre für mich ein ideales Leben? Wenn Sie das haben, gehen Sie da rein, und machen aus dieser Vorstellung, die nichts bewirkt, das ist nur eine Vorstellung, die steht da vorne rum, ja, die macht noch gar nichts. Sie müssen die in Besitz nehmen, Teil ihres So-Seins werden lassen und erleben sich in der Erfüllung. Und verbinden das mit einem starken Gefühl, denn das ist die verwirklichende Kraft der Freude und Dankbarkeit. Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, was Sie gerade in Besitz genommen haben. Das war's. Und so können Sie alles in Ihrem Leben verwirklichen. Die meisten Menschen haben ein Kapital, das sie investieren ständig, ohne dass sie das bewusst ist. Und das ist das Kapital Zeit. Und dieses Kapital wird den meisten erst bewusst, wenn sie es größtenteils ausgegeben haben. Dann ist es zu spät. Also sollte ihnen das bewusst werden, jetzt. Und da fragen wir uns mal, wie nutzen Sie Ihr Kapital Zeit. Wie investieren Sie das? Schauen wir uns die einzelnen Punkte an und Sie haken ab. Mache ich schon oder, oh ja, wäre gut, sollte. Also erstens, leben Sie wirklich im Jetzt. Denn Leben ist nur jetzt. Sie können nicht vorhin leben oder nachher. Also bin ich im Jetzt. Und dieses Jetzt besteht nur aus diesen 3 Sekunden, die wir jetzt nennen. Das ist alles, was Sie haben. Das Vorhin ist für immer vorbei und das noch nicht. Ja.
ist eine Möglichkeit. Da ist Leben nicht. Leben ist nur jetzt. Aber dieser Augenblick jetzt, diese 3 Sekunden, das ist ihr Schlüssel zur Macht. In diesem Jetzt können Sie alles ändern. Also sollten Sie Ihr Kapital Zeit investieren, um im Jetzt zu leben. Dann machen Sie sich einmal bewusst, leben Sie schon märchenhaft? Und wenn nicht oder nicht ganz, warum nicht? Also, ja, was hat Sie bisher gehindert oder hindert Sie noch immer? Und fangen wir wieder mit einer ganz einfachen Investition an Ihres Kapitals Zeit. Wann haben Sie sich das letzte Mal geärgert? Jede Antwort, die lautet also, ist es weniger als ein Jahr her, ist nicht befriedigend. Manche müssen sogar sagen, vorhin. Das geht schon mal gar nicht. Denn da haben Sie etwas verursacht, was Sie mit Sicherheit nicht haben wollen. Also das können Sie nicht mehr durchgehen lassen. Aber okay, Sie machen sich keine Vorwürfe. Im Gegenteil, Sie bedanken sich beim Leben, dass das Leben Sie jetzt aufmerksam macht. Dass Sie sagen, okay, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das bringt ja eh nichts. Also gehe ich bei einer ärgerlichen Situation gleich in die Lösung. So, und dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Dann nächster Schritt. Denken Sie noch oder nehmen Sie schon wahr? Und da werden die meisten, fast alle, sagen müssen, ja, also zumindest gelegentlich, ich denke schon noch irgendwie. Also ich habe schon jahrelang nicht mehr gedacht und ich wüsste auch nicht, wofür man das brauchen sollte, weil der Verstand kann sich irren. Und er ist klug genug zu wissen, dass er sich irrt. Und er hat dafür auch gute Ausreden gefunden. Irren ist menschlich und man kann nun mal nicht immer recht haben und so weiter. Ja, okay, das ist auf der menschlichen Ebene. Aber Wahrnehmung kann sich nicht irren. Weil Wahrnehmung ist wie ein Fotoapparat. Der macht ein Bild von dem Jetzt und da ist alles drauf, was jetzt da ist. Und der hat nichts verändert und da fehlt nichts. Und der hat auch nichts hinzugefügt, sondern die Wahrnehmung, wie gesagt, ist irrtumfrei. Also die ersetzt das Denken vollkommen durch etwas Besseres. Also nehmen Sie nur noch wahr. Denn wenn Sie denken und auch nur gelegentlich, sind Sie immer wieder im Ich. Denn Sie können nicht anders. Sie können nur denken, wenn Sie im Verstand sind, der ist Teil des Ichs. Und damit sind Sie wieder in der Illusion des Ich gelandet. Müssen Sie wieder als Beobachter rausgehen, natürlich, können Sie auch sofort. Aber Sie müssen es tun, besser Sie bleiben gleich draußen. Glauben Sie, dass alles möglich ist? Oder schauen Sie mal auf die Grenze. Ja gut, was ist denn für Sie derzeit scheinbar nicht möglich? Sind Sie jemand, den man einfach mag? Ja. Also wenn Sie glauben, ich bin ein goldiges Kerlchen, fragen Sie mal Ihre Umgebung, ob die auch der Meinung sind. Oder ob die meinen, das könnte man noch steigern. Ja, und dann lassen Sie sich sagen, wo. Die sind nämlich gnadenlos, die sehen das ganz genau, wo da noch Schritte zu tun werden. Und werden Sie jemand, den man einfach mag, dann folgen Sie natürlich Ihrer wahren Berufung. Dann, wie gehen Sie mit Problemen um? Das war eine Fangfrage jetzt. Weil, wenn Sie ein Problem haben, sind Sie im Ich. Ja, und im Ich finden Sie keine Lösung. Sonst hätten Sie ja kein Problem. Also, Sie müssen das Problem, jedes Problem macht Sie aufmerksam. Du lebst nur in der Illusion. Da gibt es keine Lösung, du musst da raus. Okay, wunderbar. Dann prüfen Sie auch mal gerade, was verursachen Sie im Moment mit Ihrem So-Sein, während Sie da jetzt so dekorativ rumsitzen? Welche Zukunft verursachen Sie gerade?
Und ist es die, die Sie gerne wollen? Und was müssten Sie ausstrahlen, um die Zukunft zu verursachen, die Sie gerne haben wollen? Also ich muss zunächst einmal wieder Zielklarheit haben. Ich muss wissen, welchen will ich denn haben. So, dann gehe ich in die Erfüllung. Ich nehme sie in Besitz, dann wird die Teil meines So-Seins. Und dann brauche ich mich nur noch bedanken dafür, denn in dem Moment, wo die Teil meines So-Seins ist, muss die im Außen zur Realität werden. Mein So-Sein ist ja der Film, der auf der Leinwand erscheint. Darum brauche ich mich gar nicht kümmern. Also, das haben Sie in der Hand. Dann noch einmal, haben Sie wirklich den Rucksack der Vergangenheit ausgezogen? Oder ist da noch Vergangenheit, die eine Rolle spielt? Das heißt, die Vergangenheit selber spielt keine Rolle, sondern die Energie, die wirkt im Jetzt. Und wenn Sie eine belastende Vergangenheit hatten, wie gesagt, die Tatsache der Vergangenheit, die ist vergangen, aber die Energie wirkt jetzt, wenn Sie sie nicht loslassen. Und belastet das jetzt. Und das sollte nicht sein. Allerdings, wenn Sie erwachtes Bewusstsein sind, haben Sie keine Vergangenheit. Die hat nur das Ich. Ja? Dann spielt das keine Rolle. Das wäre jetzt wieder die Ebene der Lösung. Ja? Also entweder auf der Ebene des Problems, ich muss die Vergangenheit loslassen, oder auf der Ebene der Lösung, ich bin erwachtes Bewusstsein, erkenne, wer ich wirklich bin. Was war nochmal Vergangenheit? Interessiert mich nicht. Betrifft nur mein Ich. Ja? Okay. Dann. Verstehen Sie die Sprache des Lebens? Die Botschaft des Körpers? Ja? Wir haben vorhin ja gesehen, Sie müssen nicht ein schlaues Buch lesen. Sie können das natürlich machen. Es gibt genügend Bücher. Ich habe auch welche geschrieben, die Botschaft des Körpers, die Sprache des Lebens, was dir dein Körper sagen will und so weiter. Da können Sie alphabetisch nachlesen, was es bedeutet. Das will aber wieder der Verstand. Dann sind Sie wieder im Ich. Dann interessiert sich das Ich. Das Ich sagt, ich weiß ja nichts von der Sprache des Lebens. Ich verstehe nicht, ich muss da nachgucken, was das bedeutet. Wenn Sie aber bei Bewusstsein sind, nehmen Sie wahr, was das bedeutet. Brauchen kein schlaues Buch. Ja? Wieder Ihre Entscheidung. Bleiben Sie auf der Ebene des Problems oder gehen Sie auf die Ebene der Lösung. Und dann noch einmal, haben Sie mehr Geld, als Sie brauchen? Wenn nein, warum nicht? Dann nachgucken. Fülle ist der natürliche Zustand der Schöpfung. Wenn Sie nicht in der natürlichen Fülle leben, muss es ein Hindernis geben. Das Hindernis liegt immer in Ihnen, in Ihrem So-Sein, sonst wäre es ja da. Wenn es da nicht enthalten ist, kann es außen nicht in Erscheinung treten. Und dann können Sie es außen auch nicht verwirklichen, solange es hier nicht da ist. Sie müssen es also in Ihrem So-Sein verwirklichen. Dann haben Sie das Tor des Himmels geöffnet. Also das ist die chinesische Bezeichnung, Tor des Himmels, heißt also, bin ich noch im Denken oder in der Wahrnehmung? Und bin ich über die Wahrnehmung, über die individuelle Wahrnehmung hinausgegangen, in die universelle Wahrnehmung, indem ich mein Scheitelchakra öffne? Das Ganze ist mein Wahrnehmungsraum, das hat mit Denken nichts mehr zu tun, sondern Sie nehmen einfach nur wahr und dann sind Sie in der universellen Wahrnehmung. Und worauf Sie jetzt in der universellen Wahrnehmung Ihre Aufmerksamkeit richten, das erkennen Sie. Sie erkennen die Antwort auf jede Frage, die Lösung für jede Aufgabe, die richtige Entscheidung, den idealen Partner, wie Sie mit ihm glücklich werden, Ihren Weg zu Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, alles stürzt nicht gleichzeitig auf Sie ein, sondern mit dem Zeigefinger Ihrer Aufmerksamkeit sagen Sie, so jetzt würde ich gerne das erkennen und jetzt würde ich gerne das erkennen und jetzt das. So, und damit wählen Sie, was Sie wahrnehmen wollen und dann nehmen Sie das wahr. Und als Folge davon
bleiben Sie einfach ständig im Mastermind. Denn die universelle Wahrnehmung ist der Mastermind. Und niemand hindert Sie, ständig im Mastermind zu leben. Das heißt, ständig zu leben und zu handeln aus dem Mastermind. Und dann erkennen Sie, im Verstand erleben Sie, das Leben stellt mich dauernd vor Entscheidungen. Was esse ich heute Mittag, was ziehe ich morgens an, mit wem lebe ich zusammen, wo gehe ich hin und so weiter, müssen dauernd was entscheiden. Wenn Sie im Mastermind leben, ist überhaupt nichts mehr zu entscheiden. Sie nehmen einfach wahr, was jetzt stimmt. Und was nicht stimmt, kommt nicht in Frage. Was stimmt, wird getan. Was wollen Sie entscheiden? Ja, dann nehmen Sie einfach nur noch wahr. Und solange ich der Handelnde bin, hat das Folgen. Solange ich positiv handle, hat das positive Folgen. Aber auch wenn ich positive Dinge verursache, das ist Karma, muss ich hierher kommen, um dieses Karma zu empfangen. Das heißt also, ich bin im Hamsterrad des Karma fest, solange ich eingreife ins Leben. Wenn ich denn da bin und bin in diesem stimmigen Sein, verursache ich ja sowieso, was stimmt. Was sollte ich denn verursachen? Jetzt kann ich nur noch stören, wenn ich eingreife, ja, und verursache mir auch noch Karma, muss wieder hierher kommen, dann ist das nicht meine letzte Inkarnation. Also ist gar keine Notwendigkeit einzugreifen. Boah, das ist ja wunderbar. Dann habe ich frei, dann brauche ich ja nur dem Leben gestatten, mein vollkommenes So-Sein. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich stimme. Ja? Und dann muss ja auch mein Leben stimmen und da gibt es ja keine Notwendigkeit einzugreifen. Dann stimmt ja plötzlich alles. Boah, wunderbar. Ja? Und dann gehe ich wie Alice im Wunderland seit 15 Jahren durch mein Leben. Ich weiß nicht, was geschieht. Aber ich weiß, dass es stimmt und dass es zu mir gehört und dass es richtig ist. Und wer dauernd überrascht, jetzt passiert das und jetzt passiert das, bleibt also nur noch ein allerletzter Schritt. Sind Sie ein Segen für jeden, der das Glück hat, Ihnen zu begegnen? Wodurch sind Sie ein Segen für jeden? Jetzt machen Sie sich das bewusst und geben Sie dem Leben einen Grund, ein Segen zu sein für jeden, der das Glück hat, Ihnen zu begegnen. Und dann muss natürlich auch alles, was folgt, ein Segen sein, ganz klar. Ja, dann, Sie können das durch Eingreifen nicht mehr verbessern, also dann greifen Sie nicht mehr ein, sondern erleben wie Alice im Wunderland, wie ein segensreiches Leben sich manifestiert. Aus. Wenn Sie nicht gestorben sind, sind Sie noch immer glücklich. Aber das ist kein Märchen. Ja. Und alles das, was wir jetzt gesagt haben, sollten Sie von der Ebene des Wissens und der Erinnerung auf die Ebene des Seins transformieren. Und in dem Moment, wo Sie das sind, stimmt plötzlich alles. Sie sind angekommen, bereit für die nächste Dimension.